Ja, und damit ein herzliches Hallöchen hier zurück zu Minecraft. Ich bedanke mich wieder vielmals, dass ihr reingeschaltet habt. So, und ich habe mich jetzt zwischen den beiden Folgen, also zwischen der letzten und der jetzt hier, dazu entschieden zu sagen, wir bauen die Brücke wahrscheinlich im Creative-Modus weiter. Unter einer Bedingung. Im Creative-Modus kann ich ja jetzt, also ich kann die Steine verwenden, die ich jetzt hier habe, ist klar. Ich befinde mich jetzt auch gerade schon im Creative-Modus. Aber ich glaube, das ist einfacher und geht vor allem schneller, weil wir sonst hier immer irgendwelche Dreckdinger uns bauen müssten. Und pff, ich weiß nicht, ob das so interessant für die Aufnahme wäre. Weil wir ja doch jetzt die letzten Folgen immer gebaut haben. Und von daher habe ich mir gedacht, okay, wir bauen es im Creative-Modus unter einer Bedingung. Ich werde, nachdem ich die Brücke im Creative-Modus fertig gebaut habe, werde ich die Ressourcen, die ich habe und verwendet habe, werde ich nachher dort hinten in den Lava-Dings schmeißen, damit wir wirklich sagen, okay, das sind die Ressourcen, die ich mir abgebaut habe. Und die verwende ich auch nur dafür. Und wenn ich keine habe, dann baue ich im Creative-Modus auch nicht weiter. So, folgende Sache. Ich habe zwischen der letzten Folge und dieser Folge habe ich schon etwas wieder gemacht an der Brücke. Und zwar den äußeren Bereich hier. Ich bin drei nach oben gegangen von diesem Steinpunkt aus. An jeden Seiten bin dann jeweils noch eins rüber, habe oben und unten eine Treppe draufgesetzt. Und das habe ich an allen vier Seiten durchgezogen. Des Weiteren habe ich hier das quasi so schön abgerundet nach oben hin. Und das gleiche hier nochmal. Bin hier nochmal 5 nach außen, 2 nach unten oder 1 nach unten und dann nochmal 2 nach hinten. Und das gleiche habe ich hier auch nochmal gemacht. Und jetzt habe ich mir gedacht, eventuell vielleicht so. Ich muss auch dazu sagen, ich orientiere mich an dieser Brücke hier. Ich habe das bei einem YouTuber gesehen, weil ich wirklich geguckt habe, okay, wie kann man denn so Brücken bauen? Habe da lange gesucht danach, was könnte man für eine Brücke machen? Und die Brücke hat mir gefallen. Und ich habe die von der Größe her jetzt, ich glaube zumindest, ich habe die ein bisschen abgewandelt. Also bei mir stimmt das zum Beispiel nicht wie bei diesem YouTuber. Ich habe das alles ein bisschen verändert, aber so von der Struktur her, auch das sieht völlig anders aus. Er hat die beiden gleichgestellt und alles sowas. Also bei mir ist die Brücke von der Struktur her ein bisschen anders. Dennoch ist es in dem Sinne seine Brücke. Was heißt seine Brücke? Die hat er halt gebaut, Tutorial drüber gemacht und ich versuche die so ein wenig aus dem Kopf heraus nachzubauen und damit machen wir jetzt auch weiter. Und zwar werden wir jetzt folgendes tun. Wir brauchen erstmal Bruchsteine und dann ja, wie genau funktioniert denn das jetzt nun? Bruchstein. So, dann machen wir hier 1, 2, 3, 4. Ah, wobei, bei mir ist das jetzt von der Struktur her ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wartet mal. Bei mir ist das ja von der Struktur her etwas anders als bei dem. Ich mache erstmal hier Hashtag Time Set Day, damit wir nicht immer hin und her latschen müssen. Und dann so. So. Kann man das so machen? Ich glaube, so ist das korrekt. 1, 2, 3, 4, dann so eins runter. Wir machen das jetzt erstmal an allen vier Seiten so. 1, 2. Ach, halt. Wartet mal. Nee, 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 nee. Das war unlogisch. Das war nicht korrekt. Mundo. War gar nicht korrekt. So, wir machen das 1, 2, 3, 4. Dann so. Dann so. Ah, nein. So.
So. 1, 2, 3, 4. So, und das machen wir jetzt erstmal noch an allen vier Ecken. Und ihr merkt schon, das geht halt wesentlich schneller, wenn ich jetzt hier fliegen kann und so. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, das dann doch so zu machen. Nehmt es mir nicht krumm. Das wird nicht oft im Let's Play passieren, dass ich das so mache, tatsächlich. So, jetzt haben wir das. Jetzt muss ich, es ist schwer, so eine Brücke dann auch nachzubauen, zumindest so, dass es gut aussieht. Jetzt muss ich überlegen, wie ging es denn jetzt hier weiter? Es ist natürlich nicht alles ganz so einfach, ja, wenn man das aus dem Kopf heraus bauen möchte. Ich kann ja mir ja hier währenddessen kein Video oder so anmachen. Das ist schon ein bisschen bescheiden. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt eine Treppe hin. Da kommt eine Treppe hin. Dann da eins. Eins frei. Passt das so, wie ich das mache? Ich weiß es nicht, Leute. Bitte, ja, bringt mich nicht um. Das ist natürlich alles sehr korrekt hier von mir. Es muss natürlich irgendwo parallel sein, das ist ja klar. Das ist zum Beispiel jetzt auch völlig anders, wie ich es baue, als wie es bei dem YouTuber ist. Passt das so? Scheiße, ich habe hier noch zwei. Okay. Das heißt, ich muss hier vielleicht das noch eins so machen. Sag hier so. Sag hier so. Und dann passt das nämlich. 1, 2, 3, 4. Waren das auch hier nur 4? Ne, hier habe ich 5 genommen. Okay. Mache ich hier natürlich auch 5 und sag dann hier. Muss eine Bruchsteintreppe hin. Das gleiche hier auch. Und dann sieht das so aus. Und das muss ich auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal machen. Eieiei. Wird das alles knifflig? So. Dü. 1, 2, 3, 4. 5. Bruchsteintreppe. Dann. Pam, 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 oh, pam, 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 1, 2, 3, 4, pam, 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 der weg. Und dann das. 4, 5. Und Bruchsteintreppe. So, dann hätten wir das und das auf der Seite schon mal fertig. Also die Brücke wird Ewigkeiten dauern. Ich sehe es jetzt schon. Aber sieht doch, also mal ehrliche Meinung, sieht doch eigentlich ganz cool aus. Und wie gesagt, ich muss die auf jeden Fall abändern. Bei dem zum Beispiel im Video sind hier nur zwei beispielsweise. Der hat auch nicht so viele Steine wie ich hier. Ich habe das Ganze vergrößert, habe das Ganze von den Maßen her ein bisschen anders gemacht. Deshalb ist das schon schwierig, das zu versuchen, so zu bauen, dass es einigermaßen gut aussieht. Deshalb, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt hier noch Fahrt annimmt. So. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme jetzt wieder die Steinziegen. Dann mache ich das erstmal weg. Nehme jetzt wieder die Steinziegen und mache dann das so. Ohne steinzige Treppe drauf. Alter, ich hoffe, das sieht nachher einigermaßen gut aus. Ich kann es mir nämlich irgendwie noch nicht vorstellen.
So, das Ganze machen wir. Das Ganze machen wir hier drüben auch. Ich mache erstmal die unteren Teile. So. Dann hier auch nochmal. Steinsägertreppe. Von den Ressourcen her dürfte es eigentlich reichen. Zumindest jetzt erstmal für den äußeren Rand noch. Aber ich glaube, wir müssen dann definitiv nochmal Steinsägertreppen machen. So. 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 Boah, ich hoffe, dass das gut aussehen wird. Ich glaube, das ist auch. Weißt du, wir haben da hinten so ein kleines Kackdorf. Da ist unser Kackhaus und die Brücke wird so übelst pompös. Ich weiß nicht, was ich mir hier mit antue. Erstmal Bart kratzen. Und wieder einmal weiß ich auch nicht, wann ich die Aufnahme gestartet habe. Ich denke mal, die Folge ist hier an dieser Stelle wieder vorbei, Leute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich weiß, es ist im Moment ein bisschen langweilig, aber wenn die Brücke geschafft ist, dann verspreche ich euch, dann gehen wir auf jeden Fall mal wieder auf eine Höhlentour oder wir erkunden einfach mal weiter weg irgendwo eine Insel. Oder ich habe noch einen besseren Vorschlag. Wir bauen dann ein Netherportal und gehen mal in den Nether oder in den Nether, je nachdem, in die Hölle. Und da können wir dann auch mal ein bisschen rumgucken. Ich denke, das ist eigentlich so die vernünftigste Idee von allen, weil dann kriegen wir Glowstone. Mit Glowstone müssen wir noch was machen. Wir kriegen Netherrack. Mit dem Netherrack will ich ja auch noch was machen. Also das wäre, glaube ich, die coolste Variante. Und im Nether können wir uns ja mal so ein bisschen austoben. Aber so, Leute, das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.